herzlich willkommen bei Kleiner Kuckucko. Heute ist Weihnachten und ich mache heute einen Part. Und vielleicht sehen wir uns das nächstes Jahr wieder oder nach Weihnachten. Ich weiß es noch nicht. Aber wir machen erstmal mit den 300 Fragen weiter und dann gucken wir mal wieder. Nicht wahr? So, wir haben ja ein neues Kapitel. Gesunde Ernährung. Welches Futter ist für Zwerchkaninchen gesund? Was macht man mit Tieren, die gegen Heu allergisch sind? Und welche Getränke ist das Richtige? Das werden wir alles in dem folgenden Kapitel erfahren. So. Aufzucht mutterloser Tiere. Wie zieht man junge Kaninchen auf, wenn die Mutterhäsin gestorben ist? Es kommt drauf an, wie alt die Kleinen sind. Es kann passieren, dass die Häsin während der Aufzucht plötzlich stirbt oder bei der Geburt stirbt oder nach der Geburt stirbt. Das ist alles unterschiedlich, wenn die Kleinen, wenn die Häsin sozusagen jetzt während der Geburt oder nach der Geburt stirbt, dann könnt ihr das eigentlich vergessen. Ihr könnt es natürlich versuchen, aber wenn sie die erste Milch nicht getrunken haben, dann ist alles zu spät vorbei. Und das lohnt sich eigentlich nicht, da werden die sowieso irgendwie nicht kapieren, dass sie aus einer Pinzette trinken sollen oder aus einem Fläschchen, das ist eigentlich ein bisschen zu großen Fläschchen. Bessere Chancen hat man, wenn die Kleinen älter sind, wenn sie die Augen offen haben und schon gut rumhoppeln können. Sagt man so, ab der vierten Woche hat man bessere Chancen, die aufzuziehen, wenn die Mutter auf einmal stirbt. Das ist dann, ja, angenehmer. Die Kleinen kapieren auch schnell, dass sie dann daraus trinken können. Das hatte ich mal so eine Erfahrung. Die Mutter braucht ja auch nicht nur sterben, sie braucht die Kleinen ja auch nur abstoßen. Das heißt, wenn sie jetzt zu jung war, hat die keine Muttergefühl und will die Kleinen nicht haben. Meistens beißt sie die dann auch tot oder lässt sie in der Kälte liegen, dass sie sterben. Die allerbeste Lösung ist, man hat noch eine Häsin, die auch Junge gekriegt hat und benutzt die dann als Hebamme, dass man die fremden Kleinen mit den anderen Kleinen zusammensetzt. Natürlich müssen die dann auch denselben Geruch haben, dass man das Fell der Mutter dann nimmt und damit einreibt und sowas und dann damit hinsetzt. Dürfen natürlich nicht mehr als 8 sein, weil sonst kommen so, ne, sind welche nicht gefüttert worden und da muss man halt aufpassen. Also. Blätter. Stimmt es, dass man Zwerchkaninchen Zweige mit Blätter und Knospen als Nagematerial anbieten kann? Ja, das stimmt. Wenn ihr den Part Frischfutterliste Äste und Zweige oder Blätter und Zweige gesehen habt, da sind dann die drinnen, die sie essen dürfen, natürlich auch mit Bildern und so. Und da werden sie sich wirklich drüber freuen. Natürlich dürfen die Bäume nicht gespritzt sein, weil sonst vergiftet man die Kleinen auch. Ich habe vor die Mückenstiche. So. Diät. Mein Kaninchen ist zu dick. Darf ich es auf Diät setzen? Kommt drauf an, was man unter Diät versteht. Kaninchen dürfen
nicht hungern, weil die müssen ja immer was essen, wie Heu und so, damit sie auch schön kütteln können, weil wenn oben nichts reinkommt, dann kommt unten auch nichts raus. Außerdem, wenn Kaninchen zu dick sind, entweder hat man zu viel Leckerlis gegeben, diese Fettdinger da, die es im Zufachhandel gibt, wie Drops und sowas alles. Oder die haben einfach zu wenig Bewegung. Kaninchen sollten viel Bewegung haben, damit sie sich warm laufen können, sich auspowern können und. Fertigfutter ist ein Trockenfertigfuttergemisch als Alleinfutter für Zwergkaninchen geeignet. Es ist zwar die bequemste Fütterung, die man machen kann, aber man möchte ja nicht. Das ist ja dann so ähnlich wie, als würde man ständig und jeden Tag selber essen. Da hat man dann auch irgendwann keine Lust mehr drauf. Ich möchte mal Abwechslung. Wir essen ja auch nicht jeden Tag. Tja, Müsli. Immer nur Müsli. Müsli, 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 aber trocken, ohne Milch, essen wir ja auch nicht. Deswegen sollte immer Abwechslung da drin sein. Salat, Möhren, Trockenfutter, Heu, so kann man das machen, ja. Aber nur Trockenfutter ist langweilig. So. Frischkost. Welche Obst- und Gemüsesorten sind für meine Zwergkaninchen gesund? Vor allen Dingen Äpfel sind gesund, genau wie für uns auch. Deswegen, aber ich habe ja auch darüber ein Part gemacht, Obst und Gemüse. Dann könnt ihr euch das auch wieder angucken. Da ist das dann einfacher gesagt worden, was sie dann essen dürfen und was nicht. Ich wusste ja jetzt nicht, dass im Buch das genauso ist. Meine Katze sitzt vor der Tür. Ja. Natürlich sollte man das auch nicht jeden Tag geben, sei denn, die sind dran gewöhnt. Wer sich langsam dran gewöhnen. Äpfel, Birnen und sowas, was viel Wasser enthält, das würde ich dann so ab und zu mal alle 2-3 Tage geben. Und nicht jeden Tag. So, bei Salat und Möhren ist es natürlich jetzt anders, das könnt ihr ruhig jeden Tag haben. Fällt ja auch nicht so viel Wasser. So, Frischkost. Wie kann ich Gipsy und Gina auch im Winter mit Frischfutter versorgen? Heutzutage kann man das alles in der Wohnung züchten, bepflanzen und sowas. Das gibt es alles schon für eine Wohnung. Man kann Salat, dann Wiesenmischung für Kaninchen, da kann man Samen kaufen im Baumarkt oder sowas und dann in der Wohnung in Blumentopf tun und so. Und dann kann man im Winter den dann auch Frischfutter geben. Bei uns liegt natürlich jetzt auch kaum Schnee. Wir haben dann hinten auf der Wiese das letzte Mal nicht gemäht, deswegen können wir den Löwenzahn dann noch pflücken und so. Das kann man dann alles machen. Also mal eine Ecke stehen lassen, wenn es nicht schneit, hat es gut gemacht, ist es gut.
Wenn es schneit, ist es natürlich doof, aber man kann es ja immerhin in der Wohnung noch machen. Und Salat und Möhren kann man immer noch kaufen, man muss es jetzt nicht selber machen. Frischkost. Ich habe gelesen, dass man den Zwergen bei großer Hitze nicht so viel Frischfutter geben soll. Stimmt das? Generell ist das nicht so richtig. Empfohlen wird lediglich, dem Tier während der Mittagszeit im Außengehege nicht zu viel wasserhaltiges Futter, wie zum Beispiel Salat oder Gurke, zu geben. Es könnte dann zu viel Gärung im Darm kommen, die schmerzhafte Blähung und Durchfall verursachen. Die Fütterung mit Saftfutter ist in größeren Mengen sollte auf die kühleren Abendstunden verlegt werden. Mit Häschen eine Blähung kriegen, keine Darmprobleme. Nicht mehr Mittagshitze. Da werden sie sich sowieso meistens in Schatten legen. Oder wer natürlich eine Buddelecke hat, werden sie sich da die nasse Erde rausbuddeln und sich da reinlegen. Futtermenge. Gibt es eine Regel für die richtige Futtermenge eines Zwerchkaninchens? Leider nicht, nee. Manche fressen sehr viel, andere fressen ein bisschen weniger. Ne? Die entscheiden halt selber, wie viel sie am Tag essen wollen. Also eine richtige Linie gibt es nicht. Man sollte den Kaninchen tagsüber, den ganzen Tag über, Futter bereitstellen, dass sie da jederzeit was essen können. Man kann sie auf der Wiese setzen, um da was zu essen. Und so. So eine richtige Linie gibt es nicht. Und natürlich viel Lauf, Auslauf gönnen, weil sonst werden sie ja fett. Futterreste. Muss ich Frischfutterreste immer sofort entfernen, wenn etwas übrig bleibt? Nein, die können das am nächsten Tag oder später, können es dann auch noch essen. Man muss sich sofort entfernen, wenn es jetzt zum Beispiel 2 Tage da liegt, dann doch schon eher, aber nicht sofort. Die heben dann meistens noch was für später auf und dann geht das schon. Futter ungesundes. Welches Futter ist für meine Zwerchkaninchen schädlich? Welches? Angeschimmeltes oder vertrocknetes Futter ist gesundheitsschädlich? So, große Mengen einseitigen Frischfutter ist etwa Gurke oder nur eine einzige Salatsorte. Als Frischfutterangebot ruft in der Regel Durchfallerkrankung des Verdauungsapparats und eine Mangelernährung hervor. Ja, eine Mangelernährung. Das hatte ich auch mal, aber hier noch. Drops und Lollis etc. sollte man denen natürlich nicht geben, dann werden sie ja auch fett. Diese ganzen Leckerlis, die es im Zoofachhandel gibt oder sonst wo im Laden, lasst die bitte im Regal. Die machen fett, 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 fett. Und meistens mögen sie die sowieso nicht. So, bei meinen jedenfalls so. Auch so ein Leckstein braucht man nicht. Die gehen da meistens auch gar nicht so dran. Wer jetzt ein Kaninchen hat, der gerne an so einen Leckstein geht. Herzlichen Glückwunsch. Meine Kaninchen, die gucken sich das an, schnuppern dran,
markieren es mit dem Kinn und dann lassen sie es trotzdem im Regen liegen und gucken, wie es kleiner wird. Mehr machen sie damit auch nicht. Ja, ich würde sagen, das war's erstmal. Ich wünsche euch noch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls wir uns nicht mehr, falls ich kein Video mehr hochladen sollte. Ja, Weihnachten bin ich weg, heute fahre ich noch weg. Jetzt muss ich nur aufräumen, alles besorgen, Tiere versorgen, den Nachbarn habe ich schon Bescheid gesagt und ich hasse das. Naja, wir sehen uns dann entweder nach Weihnachten oder im neuen Jahr. Macht's gut, Leute. Ciao.